Was braucht man für Voraussetzungen, dass man bei der Eröffnung mitmachen kann? Man muss in dem Alterslimit sein, das heißt 17 bis 26, und den Linkswalzer gut können. Man muss die entsprechende Kleidung dann auch beim Ball haben, das heißt, die Herren tragen Frack und die Damen ein langes weißes Ballkleid. Alle haben weiße Handschuhe an und die Damen sollten geschlossene weiße Schuhe haben und Strümpfe und die Herren natürlich schwarze Lackschuhe und schwarze Socken. Die diesjährige Fête Imperiale steht ja unter dem Thema Rot-Weiß-Rot, Österreich. Wie man sieht, ja. Was macht denn für Sie persönlich Österreich aus? Na, für mich ist Österreich natürlich meine Heimat und ein Platz, ich war 20 Jahre im Ausland, an dem ich am liebsten lebe. Inzwischen schon wieder 25 Jahre, also ich genieße Österreich und speziell Wien sehr. Was würden Sie sagen, ist an Ihnen persönlich typisch österreichisch? An mir persönlich, dass ich den Wiener Walzer am meisten von allen Tänzen liebe, ist sicher typisch österreichisch. Was sonst? Typisch österreichisch ist vielleicht ein großes Interesse an Kultur. Und ich glaube auch, dass wir Österreicher fleißig sind. Ich zum Beispiel arbeite sehr, sehr viel. Dass wir auch uns engagieren und einsetzen und dass wir an sich ein Volk sind oder man sagen kann, eine Bevölkerung haben, die wirklich sehr das Leben an sich sehr ernst nimmt und trotzdem aber genießt. Und diese Mischung, glaube ich, macht auch den Reiz der österreichischen Menschen aus. Dazu kommt natürlich diese wunderschöne Landschaft, die wir haben und die noch dazu unglaublich vielfältige Kultur, die wir hier in Wien genießen dürfen. Was ist denn für Sie so typisch österreichisch? Was macht Österreich aus? Österreich ist ein wunderbares Land, in dem es Gegensätze gibt, die sich immer vereinen. Und in Österreich gibt es immer Harmonie, Sozialpartnerschaft, das ist etwas, was typisch Österreich bedeutet. Österreich, da lebt Tradition neben der Moderne, sind zwei Gegensätze, aber sie vereinen sich sehr gut. Österreich ist Musik, Kultur eben. Österreich ist aber auch jung. Das wollen wir bei unserem Ball zeigen. Naja, Österreich ist ein, so wie es unsere Bundeshymne sagt, ein begnadetes Land, voll Schönen, voll Talenten. Und ich glaube, man soll stolz sein, dass man in so einem Land leben kann. Wir haben daher gesagt, wenn man diese Halle sieht und die Lipizzaner sieht, das ist so ein Aushängeschild eigentlich von unserer Kultur, eins unserer Aushängeschilder, dann kann man sich so mal erlauben, den Ball im Zeichen von Österreich abzuhalten. Warum wollt ihr denn bei der Fête Imperiale vortanzen? Weil es einfach ein interessanter Ball ist, mal eine andere Location in der Hofreitschule. Ja, einfach vor allem die ganze Kulisse rundherum, einfach schauen, wie das ist. Interessant. Jeder Ball ist schön und die Fête Imperiale hat sicher auch ihre Reize und würde gerne mal auch den Ball eröffnen. Kleines Geheimnis, wir haben uns vor 2 Jahren auf der Fête Imperiale kennengelernt. Genau. Also und deswegen ein immer wiederkehrender Ball. Muss einfach sein. Ja, also ich wollte schon immer mal einen Ball eröffnen und das war mein erster Ball, den ich eröffnen würde. Ja, die Fête Imperiale ist einfach ein sehr, sehr schöner Ball und findet in der spanischen Hofreitschule statt und das ist einfach ein unglaublich schönes Ambiente und es war bis jetzt immer ein sehr schöner Ball.